Weiter geht es mit einer neuen texanischen Folge. SpongeBob Rehydrated. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz texanisch mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt supporten. Geht ganz schnell, einfach nur eine Bewertung dalassen. Großes, großes Dankeschön an all die SpongeBob-Fans. Welcher Charakter ist denn im Moment euer Lieblingscharakter in der SpongeBob-Welt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, ich bin ja ein riesiger Patrick-Fan, aber auch Plankton gehört eigentlich zu meinen Favoriten dazu. Moment mal, hier kann ich doch rüber, oder? Das geht doch, oder nicht? Ja, das geht, auch wenn es ziemlich tricky ist und wir erstmal natürlich wieder in die Tiefe stürzen müssen. Aber hier drüben kommen alles wir hin. Alles in Ordnung? Du siehst so grün aus. Feuere die Laser ab! Tut so weh, zu helfen brauche... Schnell! Hass! Hass! Okay, der kleine Plankton hat irgendeinen merkwürdigen Anfall. Kann bitte jemand seine Mutter anrufen? Dankeschön. So, jetzt hier schwupps loslassen und hier drüben hin. Oh nein, das sind aber super viele Robos! Aber ich glaube, so können wir sie vernichten. Ein Ungeziefer weniger! Gut gemacht, Sandy. Du bist unsere Heldin. Desto besser. Da komme ich doch irgendwie hoch, oder? Auf die Mülltonne, dann hier hin und wir haben 5. Wow. Wir haben schon 5 Gemälde. Yeehaw! Nur noch eins und wir sind ja schon durch. Oh, kassiere ich hier drüben noch ein bisschen was weg. Achtung. Getoasteter Tiki nach Texas Art. Ja, nach Texas Art. Ach, das ist eine gute Idee, Gary. Das versuche ich. Ja, das versuchen wir mal. Gut, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Da oben bei Plankton. Okay, ich glaube, wir müssen einfach nur hier durch. Dieser verdammte Automat schmeißt schon wieder irgendwelche Robos raus, was ich gar nicht gut finde. Da können wir nichts machen. Dafür brauchen wir nämlich SpongeBob. Aber ich glaube, wir kommen auch so rum nach oben, oder? Ah, funktionierst du? Du funktionierst. Okay, du funktionierst. Ich dachte nämlich eben gerade schon, das Ding funktioniert nicht und ich sitze hier schon wieder fest und komme nie dahin, wo ich hin muss. Alles klar. Planktun. Hab ihn hier schnell. Oh, war das knapp. Der wollte schon losfeuern. Der Schweinekerl, der Elende. Gegen mich habt ihr keine Chance. Alter, ich hasse diese Soßenspucker. Das sind die einzigen, die nerven. Ouch. Da ist direkt noch einer. What? Ach, da oben ist wieder ein Automat. Der die rausdödelt. Eine Erfrischung. Ich sag ja, die sind ultimativ. Die sind einfach ultimativ, diese Gegner. Und... Laser, Hass, Hass, Hass. Zerstört, zerstört, zerstört. Ling, Ling sagen Kill, Kill, Die, okay, Die, Die. Schon besser. Schon besser. Was haben wir hier ab, hin? Du lästiges Ding. Igitt. Igitt. Ah, haha. Ein Weg, um an den Güldenen zu kommen. Okay, wir brauchen alle Laserlies. Also müssen wir hier hin. What? Ah, da drüben geht's weiter. Und wo lande ich jetzt? Ey, ab und zu, du siehst einfach nicht gescheit die Wege. Nein, Kies, du einfach zu du. Du einfach zu du. Egal, das wollte ich vielleicht, um mir hier den Güldenen zu schnappen. Moment, da muss ich wahrscheinlich wirklich so lang. Alright. Bum, 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 bum. Und dann nochmal hier hin. Hätte ich das gewusst, ne? Hab ihn. Hab ihn. 44 Stück. Ey, wir sind gut. Wir sind gut dabei, Leute. Wir sind mega gut dabei. Wisst ihr, was ich in dem Spiel wirklich vermisse? Eine Funktion, dass man sprinten kann. Das ist so ungewohnt, nicht sprinten zu können.
Och nein, der ist ja wieder da. Achtung. Und da wären wir. Nein, 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 nein. Alter, ihr Soßenteufel. Nimm das. Autsch. Ey, das ist echt... Igitt. Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Das ist echt übel, Leute. Das ist echt übel. Wie jedes Mal, die damit durchkommen. So. Der Laser der Vernichtung steht. Bam, 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 bam. Eine Erfrischung. Alter, der wollte mich rauskicken. Oh nein, nein, nein. Knapp. Aber wir haben es geschafft. Was? Ich springe da ein bisschen hoch, um die Blume zu holen. Und was passiert? Ich lande hier? Okay. Ich lande hier. Na egal, der Weg ist ja nicht weit. Plankton. Nein. Roboter, nein. So, hier brauche ich ein bisschen Geduld. Woher kommen die denn jetzt? Schon besser. Leg dich niemals mit Texas an. Oh nö, oh nö, oh nö. Direkt weitergehen, direkt. Es wird nicht besser. Und die Maschine eliminieren. Es geht doch nichts über Seilsport, um in Schwung zu kommen. Komm, schwing das Lasso, Mann. Je glänzender, desto besser. Ey, jetzt sag nicht, ich komme hier nicht hoch. Da oben schwebt ein Knopf in der Luft. Okay, wo muss ich denn jetzt lang? Wo hat der denn hingelasert? Irgendwo hier drüben, wie es scheint. Okay, gib mir die Blume. Alles klar. Ich habe einen Plan B. Wo muss ich denn hin? Scheint hier drüben. Na gut, probieren wir es. Oh, sag bloß, ich muss nochmal auf die Plattform. Und Snappo. Naja, wenigstens bekomme ich so immerhin dauernd und ständig ein paar Points. Ist das wirklich ein offizieller Weg? Es fühlt sich nicht an wie ein offizieller Weg. What is going on? Mega lag. Nun, wenn es ruckelt, weißt du, nächster Levelabschnitt. Ja, ich habe einen Karton. Le Cartu. Okay, die kann ich schon mal so mir schnappen. Aber es kommt direkt ein neuer. What? Ja! Autsch. Eine Erfrischung. Kommt jetzt wieder direkt ein neuer? Nee. Boah, diese Musik auch macht mich irgendwie ultra nervös. Die wurde gemacht, um dich fertig zu machen. Nein! Vergiss es, Brudi. Vergiss es. Flams, 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 Kaching, Kazing, Kavams. Ey, eigentlich ist Sandy richtig ultimativ. Ach, wow. Das sind so diese... Yo. Yo. Das ist halt wieder mal mega unfair. Schnell, schnell. Na. Oh Gott.
wie du aber auch nichts machen kannst. Autsch! Jo, autsch. Wie du aber auch nichts machen kannst. Wie auf einmal die Hölle ausbricht. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. So, die Maschine weg. Autsch! Ja. Nein! Ah, jetzt. Die Dinger müssen weg, weil die nerven rum. So. Und jetzt ganz schnell die Maschine kaputt machen. Und ich habe meine Ruhe. Das sind halt so Stellen, wo ich mir denke, Alter, wie böse ist das? Wie verdammt böse ist das? Ich bin Spongy. Oder so, du kannst ja auch nicht treffen. Schleudere dich hier noch runter. Es glänzt. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Wupp, wupp. Okay, Momento. Aha. Aha. Hier gäbe es noch einiges anscheinend zu holen. Mr. Gräbese. Okay, das war... Ich, keine Ahnung, ich bin ab und zu gierig. Weil diese Maschine ewig dauert. Und ich mir denke, ja, komm. Gib mal Gummi, ey. Echt jetzt? Die ist immer noch unterwegs? Nennt mich auch Schwamminator. Oh, oh Mann. Langsamste Maschine der Welt. Hey, Mr. Krabs, was machen Sie da? Ich könnte schwören, ich hätte hier gerade noch einen goldenen Pfannenwender gesehen, aber der scheint diese Rutsche hinuntergefallen zu sein. Die Rutsche hinunter? Vielleicht hat er sich ein Bein gebrochen. Ich muss ihn retten. Los, mein Junge, los! Rette den armen Pfannenwender! Denn der hat ja immerhin Geld gekostet. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Okay, ich muss hier durch. Die Mega-Rutsche. Nein, 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 ich hab nur 15 Sekunden. Tartarsoße. Tartarsoße. 10, 9. Kann ich irgendwie beschleunigen? 6, 5. Oh, boah. Damit haben wir wieder einen. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Und wo lande ich denn hier, wenn ich da reingehe? Bei Mr. Gräbese. Gut gemacht, SpongeBob. Da bist du ziemlich gut gerutscht. Danke. Ich nehme an, das Hosenwachs hat sich endlich ausgezahlt. Ja, verwende ich auch immer. Ich verwende immer Hosenwachs. Das ist ganz wichtig, Kinder. Bitte geht niemals raus ohne eine gewachste Hose. Es wäre unverantwortlich. Absolut unverantwortlich. So, dann fehlen jetzt eigentlich noch 3. Irgendwas geht anscheinend bei diesen Süßigkeitenautomaten. Die Frage ist nur, was? Langsam. Ey, das dauert so lange, ey. Weil hier kommt immer diese Sequenz. Und bumm. Vielleicht verliert ihr irgendwann einen Pfannenwender. Das letzte der gesuchten Kunstwerke, Mrs. Puff. Ich habe keinen leuchtenden Stein auf dem anderen gelassen. Tja nun, gut gemacht, SpongeBob. Das Museum kann jetzt endlich wieder eröffnet werden. Und hier ist deine Belohnung. Die klingt irgendwie immer komplett geisteskrank, die Alte. Ich weiß auch nicht, warum. Geschenke öffnen. Okay, schauen wir mal rein. Der hier, der hier. Irgendwo beim
Laser wäre noch einer gewesen. Das ist klasse. Hier ist so einer von denen. Die Sleepobots. Aber das wäre aber ein super weiter Weg. Ich würde sagen, wir holen die irgendwann anders. Weil ich jetzt eben nochmal so weit gehen müsste. Und schauen mal, was uns hier noch für Abenteuer erwarten. Flupp. Rein mit uns. Taxi. Haben wir hier eigentlich schon alles? Ne, hier fehlen uns auch noch welche. In Bereichen, wo wir noch gar nicht waren. Kumpelblase. Blasenbowling ist eine Fähigkeit, die man unbedingt erlernen sollte. Vergiss nicht, diese Taste zu drücken. Keine Sorge, Kumpelblase. Ich sauge Informationen auf wie ein Schwamm. Du bist so genial, Spongy. Du bist so genial. Okay, hier haben wir 40 und hier drüben 30. Dann gehen wir in die 30er-Region. Bereit für eine Runde Schwammball? Taxi! Sand Mountain. Der Sandberg. Meereslebewesen gehen dorthin, um einen Nachmittag voller Stürze zu genießen. Thaddäus, bin ich froh, dass du hier bist. Ich muss mir nochmal deine Zahnbürste ausleihen. Was? Du hast sie schon mal benutzt? Oh ja, schon oft. Ich dachte mir, was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Gut, ach, was reg ich mich auf? Ich bin sowieso ein Wrack. Ich wollte nur ein paar Entspannungsübungen machen, um mich von diesem Roboter-Chaos zu erholen. Und jetzt ist alles dahin. Wegen einer Zahnbürste? Nein, wegen diesen blöden Robotern. Sie haben die Skipisten erobert. Wie soll ich Skifahren, wenn diese hässlichen Dinger jeden verprügeln? Hör zu, SpongeBob, du musst mir helfen. Ich hab halt nicht mehr alle Murmeln beisammen, wenn ich nicht ein wenig Ruhe finde. Ich habe festgestellt, dass man seine Murmeln nicht mehr so oft verliert, wenn man sie in einen Beutel steckt. Ich habe meinen hier. Er ist wunderschön bestickt mit... Vergiss die Murmeln! Ich habe eine bessere Idee. Wenn du die Roboter am unteren Ende jeder Piste beseitigst, gebe ich dir einen dieser goldenen Pfannenwender. Tja, ich weiß nicht. Der Riesenspaß, den Murmeln machen, ist schwer zu übertrumpfen. Okay, okay. Ich gebe dir einen pro geräumter Piste. Also, das ist mal ein Angebot. Großer Gott, wenn irgendjemand meine Zahnbürste verwenden würde, ich würde durchdrehen. Ich würde durchdrehen, auch in einer Beziehung. Geteilte Zahnbürste, Alter, ist das widerlich. Das ist so widerlich. Ich kenne Menschen, ich kenne wirklich Menschen, die machen sowas. Die haben kein Problem, sich eine Zahnbürste zu teilen. Wie krank muss man sein? Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Dann kommt nur sowas wie, naja, wir küssen uns doch auch. Ja und? Aber eine Zahnbürste, das ist ja nochmal was ganz anderes. Ein neuer Schwamm. Genau meine Größe. Das würde mich killen, Leute. Woher kommen die alle, ha? Huh? Die Maschine ist doch kaputt, oder nicht? Was ist das hier für eine abgedrehte Gegend? Okay, ja, ich habe ja wohl keine andere Wahl. Ich habe ja wohl keine andere Wahl. Guppy. Der Guppy-Hügel. Oder wie der Franzose sagen würde, Le Guppy. Ich bin diesen Hügel schon 100-mal runter. Meistens rollend. Diese Rotznasen finden es lustig, mich zu schubsen. Aber wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Mrs. Puff, ehrlich gesagt, sie machen mir Angst. Es geht los! Wow, wow, wow. Okay, Guppy ist ja eigentlich easy. Müsste easy sein. Schicke Socke! Für Patrick. Was habe ich da aktiviert? Ich weiß es nicht. Boah, geil, eine Kugel. Indiana Jones. Bam, aus dem Weg, du Stinker. Oh, da wäre noch eine Socke gewesen, sehe ich gerade. Oh no! Los, SpongeBob. Was? Es ist dein Geburtstag. Boah. Ich bin diesen. Ja, 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 ja. Ja, 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 Miss Puff. War das eine miese Nummer? Geschenke öffnen ist klasse. Autsch. Autsch.
Okay, man muss ab und zu wirklich abbremsen. Diesmal nehme ich noch die andere Ecke hier. Für was hat man denn Checkpoints, wenn man sofort eliminiert ist? Low, 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 Mr. Bob. Mr. Low Bob. Patrick sollte mal wieder waschen. Alles klar. Boah, wo ist denn hier das Ende? 25, neue Robos. Genau meine Größe. In der Seite durch. Oben wäre wieder irgendwas gewesen, aber no time, baby. No time. Okay, wo bin ich denn jetzt? Wie kann ich meine Belohnung holen? Hier sind fiese Blitzroboter. Erstmal hier hin. Sams, Wams, Kaplams. Ah. Da brechen wir durch. Nice. Wir brauchen ganz viele Coins. Yay! Das wird anstrengend, hier wieder alles zu holen. Ah, verdammt, da oben war noch so ein Bombending. Mies, Alter. Mies. So, damit hätten wir Nummer 1. Gehen wir direkt rüber zu Nummer 2. Und schauen mal, was da abgeht. Verzieh dich, Kleiner. Ja, wir brauchen ganz viel Cash. Oh nein, mit Spikes? Der Flunderhügel? Ich fliege wie der Wind und gleite wie eine Meeresbiene. Wenn du meine Zeit den Hügel hinunterschlagen kannst, gebe ich dir einen goldenen Pfannenwender. Alles klar, was habe ich für eine andere Wahl, oder? Wir brauchen die Dinger, um das Spiel durchzududeln. McDoodle Nuggets. Oi. Oi. Ist der Schneemann böse? Nö. Alter. Autsch. Oh mein Gott, ich sehe gerade, ich bin ja schon fast tot. Mir geht's nicht so blendend. Vorsicht. Vorsicht, ich gehe hier lang. Keine Ahnung, ob das gut ist. Man muss, wenn man alles haben will, eh die Routen... Ah, verdammt, die Unterhose hätte ich brauchen können. Die Routen eh mehrmals durchlecken. Komm schon, komm schon. Mega langer Sprung. Alter, was geht denn hier? Wow. Das war ziemlich böse, das Ende. Ich merke gerade, die Roboter slowen dich so ein bisschen, wenn du die weghaust. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Keine Ahnung, was der richtige Weg... wow! Hier drüben ist auf jeden Fall der richtige Weg. Nennt mich auch Schwamminator. Gibt's hier keine Unterhosen? Katsching! Für Petzerik? Scheint nicht. Schleck und weg. Schleck und weg. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hier rüber. Da irgendwie durch. Ich hätte auch oben entlang gehen können anscheinend. Oh, da oben ist eine Socke. Aber dafür brauche ich mehr Speed. Was? Und da drüben ist Finn. Alter, echt jetzt? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Holy, ist das so knapp? Ja gut, jetzt kenne ich die Strecke. So, machen wir den hier weg. Und Schneeball. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, dass es so böse wird. Moment, ich krieg trotzdem Pfannenwender. Echt jetzt? Aber wir haben doch verloren. Okay, das Spiel meint es wohl sehr gut mit mir. Nein, ich will das jetzt nochmal probieren. Wir rutschen jetzt noch einmal runter. Kleiner, verzieh dich.
Moment, ich habe gar keine Challenge. Wie jetzt? Das ist gemeistert, obwohl ich verloren habe. Ja, Kumpel Blas ist weg und... sehr merkwürdig. Also, keine Ahnung. Ich bin einfach zu gut für das Spiel. Oder ich habe irgendwas eben gerade verdudelt. Kann man da oben rein? Wie viele gibt es denn hier? Na, wo sind wir denn? Wir sind hier. Ne, den habe ich nicht. Und Kumpel Blase steht nicht mehr rum. Genau Moment. Meine Größe. Gary? Hi, Gary. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Warte mal, ich gehe mal ganz kurz hier zu Le Tadé. Tadeus? Vertreibe die Roboter von den Pisten, du Sportenkopf, dann bekommst du einen goldenen Pfannenwender. Okay, aber alle Pisten. Alle Pisten. Da oben ist noch irgendein Knopf, den man drücken kann. Wartet mal, wie komme ich denn da hin? So, jetzt bin ich hier. Ha. Ach, hier ist eine Muschel. Okay, hier gibt es wieder mehr, als man denken mag, ne? Aber Mrs. Puff ist auch nicht mehr da. Ich gehe mal ganz kurz nachgucken. Moment, muss ich... Ah, okay, der liegt hier rum. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mit Bravour bestanden. Mrs. Puff, sie machen mir jedes Mal irgendwie Panik. Ich finde die... Von der Stimme her sehr unheimlich. Na gut, Friendos. Dann versuchen wir nochmal die eine Strecke hier. Also es gibt immer am Ende wohl einen und wenn man die Challenge macht. Gut zu wissen. Jetzt wissen wir Bescheid. Bams. Und dann gehen wir hier wieder rein. Alles klar, versuchen wir es nochmal. Kumpelblase steht hier rum und wir sliden hier durch. Und am besten so wenig wie möglich treffen, denn es ist wirklich super mega knapp. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine Abkürzung ist. Keine Ahnung. Zu hübsch. Kommt mir jetzt auch nicht wirklich kürzer vor. Aber wir werden es rausfinden. Ich werde versuchen, einfach alles hier zu meiden, was ich nur irgendwie meiden kann. Weil ich habe gemerkt, auch die Roboter, die slowen dich. Die bremsen dich wirklich aus. So, diesmal gehen wir hier lang. Achtung. Hier rum, hier rüber. Kabums, Kasims. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runterspringen würde? Ist das eine Abkürzung? Die geht? Habe ich jetzt einen Haufen Zeit gespart? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber jetzt bin ich hier und hier. Das müsste doch eigentlich jetzt ein bisschen Zeit gespart haben. Weg mit den Robos. Weg damit, weg damit, weg damit. Achtung. Ich liege, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Hier hin. So, hier nochmal durch. Den kleinen ignorieren. Nochmal hier drüben. Weil die Punkte sind mir egal. Ich will jetzt nur diesen goldenen Pfannenwender. Okay, wo zum Geier bin ich? Wo ist das Ende? 30 Sekunden. Haben wir eine realistische Chance? Das war ja jedes Mal so unglaublich knapp. Ich gehe mal hier lang. So, hier durch. Ignoriere den Schneemann. Autsch. Ist egal, ist egal, ist egal. Ist alles egal. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Ist alles egal. Okay, wir haben es geschafft. Die Abkürzung hat es auf jeden Fall rausgerissen. Und wir bekommen den goldenen. Ah, nice. Ich will gar nicht wissen, wie schwierig dann die 3 ist. Aber die 3, die machen wir erst beim nächsten Mal. Denn die Folge, die ist schon wieder rum. Aber... ihr kennt mich, ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Erstmal hierhin. Glückwunsch, SpongeBob. Du hast meine Bestzeit geschlagen. Hier ist ein goldener Pfannenwender. Junge, Junge, Junge. 51. Also. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Checkt euren Discord. Und tschüss.